Jo Leute, hier ist wieder euer Brötchen und heute gibt es mal kein normales Video über ein Thema, sondern heute möchte ich euch mal einfach so ein bisschen mit Informationen bombardieren und deswegen geht's auch direkt los. Also für die Leute, die das nicht so interessiert, die gucken einfach schnell in die Beschreibung, da ist alles verlinkt und aufgeschrieben, worum es hier in dem Video geht und die dürfen dann jetzt auch wieder abschalten. Und für die Leute, die es interessiert und meiner Stimme weiter zuhören möchten, die dürfen jetzt aufpassen. Ja, als erstes möchte ich euch auf den Kanal RedensartLP hinweisen. Das ist ein Real-Life-Kumpel von mir und auf dem Channel werdet ihr Let's Plays, Reviews zu Spielen und auch Commentaries finden. Und der ist jetzt relativ neu auf YouTube und deswegen wollte ich ihm auch ein bisschen unterstützen, weil ich eben auch auf dem Kanal mitwirke in einem Let's Play, das wir schon aufgenommen haben und auch die ersten Folgen schon online sind von Dead Space. Und wem das jetzt nichts sagt, Dead Space ist ein Horrorspiel und mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten. Denn ich glaube, ihr könnt euch ganz gut vorstellen, wenn wir da im komplett Dunkeln mit Kopfhörern hocken und dieses Spiel zocken, dann, ja, ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Ja, die ersten Folgen sind auch schon online und die ersten zwei Folgen sind jetzt noch durchschnittlich, aber dann ab der dritten Folge geht's echt ab, also da schreien wir auch rum und so weiter, also macht euch da auf was gefasst. Ja, es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und euch am besten die Vorstellung, die ich auch hier unten verlinke, mal anguckt und die ersten Folgen von Dead Space natürlich und das weiterhin auch verfolgt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, das ist nämlich jetzt das Wochenende, deswegen werde ich am Wochenende eventuell auch kein Video hochladen, sofern ich jetzt nicht noch was vorproduziere, weil ich bin nämlich mit Mr. Jumpy, den kennt ihr vielleicht, bin ich bei Marcel Scorpion und wir pennen da von Freitag bis Sonntag und wollen da erstmal so ein bisschen rumzocken und so weiter, Xbox, PS3 und PC, weil wir spielen ja alle unterschiedliche Konsolen und dann gibt es eventuell auch einen fetten Livestream. Das überlegen wir uns noch, wann wir den machen, ob Freitagabend oder Samstagabend oder sogar an beiden Tagen. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall merken und dann eventuell auch, wenn ich ein Infovideo hochlade oder bei Marcel oder bei Jumpy, dass ihr dann da vorbeiguckt und eventuell auch im Stream vorbeiguckt, weil wir da auch wahrscheinlich mit Facecam am Stream sind und das wird dann bestimmt echt lustig. Ja, das waren auch schon die wichtigsten Sachen bisher. Weil mir ist es einfach wichtig, dass ihr wisst, dass ein Kumpel von mir auch auf YouTube ist und ich da auch mitmache und es vielleicht interessiert es euch ja, ihr schaut einfach mal vorbei und vielleicht mögt ihr es ja. Ja, und das mit dem Wochenende, das müsste ja jetzt natürlich auch geklärt sein und ich hoffe, dass ihr da auch mal so ein bisschen präsent seid im Stream. Und wo ich ja gerade dabei bin, schon so ein paar Infosachen zu erwähnen und so weiter und kein richtiges Thema anspreche, kann ich ja nochmal so ein bisschen rumlabern. Und ja, was ich noch sagen wollte, im Moment habe ich echt überhaupt keinen Bock auf Black Ops 2. Ich zock's zwar zwischendurch immer mal wieder, aber es macht mir im Moment nicht so viel Spaß. Deswegen habe ich auch im Moment so ein paar MK48, LSAT und KSG Gameplays und so weiter. Und zock mit den Waffen öfters mal einfach, weil ich so ein bisschen die noobige Schiene auch mal ein bisschen so angucken möchte, wer mit welchen Waffen spielt und so weiter, weil KSG bockt einfach auch mega. Wenn man damit ordentliches Aim hat, das hat ja, also die Waffe hat ja so eine Range, das bockt einfach manchmal. Ja, wahrscheinlich ein bisschen widersprüchlich, was in meinem ersten Video gesagt wird, dass ich die KSG-Shotgun-Typen überhaupt nicht leiden kann, aber im Moment bin ich ja Prestige-Master und da habe ich auch einfach dann irgendwann keine Ziele mehr in dem Spiel und deswegen zocke ich einfach auch mal alles durch, was es so gibt. Ja, des Weiteren wollte ich noch sagen, dass ich mir GTA 4 gekauft habe und im Moment auch echt viel das Spiel spiele, weil ich früher GTA Liberty City Stories sehr gerne gezockt habe und GTA 4 ist auch echt ein krasses Spiel und das ist jetzt mein erstes GTA für den PC und es macht mir auch mega viel Spaß und das wollte ich euch auch nochmal gesagt haben. Ja, das war's dann auch schon. Merkt euch den Redensart LP Kanal und schaut am Wochenende auch im Stream vorbei. Das war's von mir, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wenn jetzt noch ein Gegner kommt, der dich schockt, freue ich mich. Ich will nicht. Ja, aber. Ah, yo, wow! Wow!